Hallo meine schönen Mäuse, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zurück. Und für alle Neuen, die meinen Kanal gefunden haben, wünsche ich natürlich auch ein herzlich willkommen. Ich bin die Tanja, das ist mein Kanal. Dann das Colorful World. So, wie es da hinten steht, hier geht es meistens runter und drüber. Ja, meine Lieben, heute, wie ihr sehen könnt, gibt es wieder ein Maskencheck. Ich sag mal, wir fangen einfach mal an und schauen, was ich für heute euch mitgebracht habe. Meine Lieben, heute machen wir ein Maskencheck und zwar heute gibt es wieder eine Haarmaske und was für aufs Gesicht. Ja, genau, heute sind das zwei Sachen. Müssen wir mal ernst werden, bevor wir ernst werden. Habe ich zwei Sachen mitgebracht von Action und zwar von Tip Beauty Depp und ja, von, ja, keine Ahnung, Firma. Ich weiß es nicht, hier steht es nicht drauf. Auf jeden Fall ist das, kommt das von Made in PCR. Das kommt aus China. PCR habe ich mich informiert. Das heißt China. Und diese Maske, also die Haarmaske, kommt aus Niederlande. Aus den Niederlanden. Ich sag mal, wir fangen hier mal mit an. Und zwar, weil diese Haarmaske ist ja ein. Dieser, genau. Diese Haarmaske mussten wir 30 Minuten in 40 Grad kochendes, also 40 Grad kochendes Wasser legen. Ich sage jetzt mal kochendes Wasser legen. Habe ich getan. Hier ist nämlich so ein Öl drin, Kokosnussöl. Besteht aus 98% natürlichen Inhaltsstoffen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall. Wir haben auch wieder diese komische Maske hier drin. Nicht so wie letztens haben wir ja auch schon eine getestet. Die werde ich euch auf jeden Fall hier oben mal verlinken. War ich absolut nicht begeistert von. Und wir werden es auf jeden Fall dies testen, weil es auch separat eingepackt ist. Ich bin gespannt, ob dieses besser funktioniert als diese andere Geschichte. Wir fangen jetzt einfach mal an. Das ist das gleich total wieder ausgekühlt. Ich habe es natürlich vorher schon im Wasser gelegt. Jetzt müssen wir erstmal, wir holen jetzt erstmal das Häubchen raus. Genau. Das Häubchen. Okay, diesmal haben wir ein Plastikhäubchen. Das ist okay. Das finde ich gut, ist nicht so viel Umwelt, also so viel Plastik dran, dass das so viel die Umwelt schädigt. Das ist auf jeden Fall besser, finde ich, schon mal besser. Der erste Eindruck ist auf jeden Fall schon mal besser mit dieser Maske. Haarmaske. Besser als das andere Plastikteil, was wir da haben. Ich mache das mal auf, schon mal. Das finde ich gut. Das finde ich super. Das finde ich absolut besser als der andere Mist. Ich sage jetzt echt Mist, das war Mist. So. Ich habe jetzt natürlich mal wieder keine Schere hier, aber das kann man aufreißen. Hoffe ich, funktioniert das. Ich bin gespannt. Kokosnussöl. So. Ich werde das gleich nochmal genau lesen. Auf jeden Fall ist da hier Kokosnussöl drin. Hier steht natürlich wieder nichts auf Deutsch, ne? Ne. Nichts auf Deutsch. Okay. Riechen tut es schon mal nicht schlecht. Oh, ist flüssig. Riechen tut es nicht schlecht. Auf jeden Fall ist das, die Geschichte ist richtig flüssig geworden. Ist wirklich Kokosnussöl. Und ich bin gespannt. Jetzt habe ich kein Handtuch rum. Egal, dann geht es gleich in die Wäsche. So, wie machen wir das jetzt? Ich muss mal eben gucken, wie wir das am besten machen. Ich mache das mal eben und dann bin ich gleich wieder bei euch. So, meine Lieben. Ich sehe ein bisschen komisch aus, aber ist egal. Wir müssen das ja testen. So. Ja, okay. Ihr müsst das auf jeden Fall über Waschbecken machen. Auf jeden Fall. Bei langen Haaren, auch bei kurzen Haaren. Ist eine flüssige Angelegenheit. Ne? Da müsst ihr echt am besten, ich glaube, am besten ist das wirklich erstmal nur auf den Spitzen auftragen und dann versuchen, den Rest oben weiterhin aufzutragen, weil das doch ziemlich flüssig ist. Ist flüssig. Ist flüssig, ist eine schwierige Angelegenheit. Wenn das jetzt eine etwas dickere Konsistenz hätte, könnte man das besser verteilen. Weil, wie gesagt, das kommt so rausgeschossen aus dem Beutelchen, dass, wenn ihr Pech habt, dass ihr das nur auf einer Stelle habt. Das ist ein bisschen schwierig. Vielleicht, wir schauen erstmal. Wir schauen erstmal. Ich habe es einmassiert überall.
versucht eins zu massieren, sagen wir mal so. Wir schauen gleich nach dem Auswaschen, wie es ist. Ne? Ich schaue noch mal eben drauf, ob da irgendwas auf Deutsch steht. Ja, 30 Minuten sollen wir das jetzt einwirken lassen. Und wie gesagt, einmassieren haben wir gemacht. Und Haube. Und Haube. Der Beutel mit dem Öl in ein Öl. Das, den Beutel mit dem Öl ein paar Minuten im warmen Wasser legen, haben wir auch gemacht. Ja, so. Machen wir jetzt weiter mit der Maske. Das ist die Maske. Wenn ich Preise finde, werde ich die euch auf jeden Fall einblenden. Okay. Relax Selfie. Okay, 42 Likes. 42 Likes. Bin mal gespannt, ob ich 42 Likes nach oben kriege. Ja. Gesichtsmaske. Okay, möchte ich hier auch nicht drauf. Schauen wir mal hier hinten. Englisch, Niederländisch, Französisch, Deutsch. Gesichtsmaske Wildrose. Reinigt die Haut auf sanfte Art und Weise. Achtung, nicht auf gereizte Haut oder beschädigte Haut anwenden. Kontakt mit den Augen vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen mit Wasser ausspülen, darf nicht in Hände und Kinder gelangen. Mehr steht hier nicht drauf, also soll das eine reinigende Maske sein. Okay, bin ich gespannt. 15 bis 20 Minuten. Gewaschen habe ich mein Gesicht. Und wir fangen jetzt an. Und danach sollen wir das wieder abwaschen und dann soll die Haut sauber sein. Ich bin gespannt, wie das funktionieren soll. Ich glaube, so um die 1 Euro hat die gekostet. Und die Haarmaske, glaube ich, auch. Und wie gesagt, ich versuche das mal rauszusuchen. Okay. Schön durchtränkt ist sie auf jeden Fall. Ich bin nur gespannt, wie die reinigen soll. Okay, da muss ja irgendwie sein, dass sie die Poren öffnet. Und dann beim Abwaschen befreit. Ja. Schauen wir mal. Ist eine Fließmaske. Schau mal, ja, wenn ich die aufkriege. Ja, egal warum, ne? Also feucht ist das, ne? Ist richtig schön nass. Ihr wisst ja, ich und Tuchmasken, wir sind keine Freunde, ne? Das mache ich alles nur für euch. Ja. Oh! Oh! Hilfe! Also der Geruch gefällt mir nicht. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Was ist das hier? Oh, Leute, ich verstehe euch nicht. Diejenigen, die das gerne auftragen. Aber ich mache das alles für euch, um zu testen. Ja. Okay. Die ist auch eingeschnitten. Aber hier oben ist nicht eingeschnitten. Also gut feucht ist die, ne? So, jetzt müssen wir mal gucken. So. So. So, jetzt, immer noch so. Jetzt lasse ich die einwirken und in 20 Minuten sehen wir uns wieder natürlich. Ihr seht das sofort. Das Ergebnis gleich. Und ja, ich werde auch direkt die Haare werde ich abwaschen. Oder? Ne, wir sehen jetzt nur mal ganz kurz, bevor ich das abwaschen gehe. Genau, bis gleich. Ich bin wieder zurück. Joho. So, meine Lieben, was soll ich sagen? Ist klar, geht los, ne? Also da, bei Masken, bei dieser Maske müsst ihr euch echt hinlegen. Da ist nichts mit Selfie machen, glaube ich. Ich werde es jetzt mal eben abnehmen. Die ist immer noch gut feucht, immer noch wirklich, wirklich. Und ja, die ist wirklich noch gut durchfeuchtet. Aber wie gesagt, auf der Verpackung steht, ich muss das abwaschen. Dann mache ich das jetzt mal. Ich bin gespannt, das soll ja eine Reinigungsmaske sein. Ja, das ist meine erste, wie gesagt, außer diese Pell-Off-Masken, da weiß man, dass sie die Poren ja rausziehen, ne, und hier weiß ich noch nicht, wie das so wirken soll, ja. Hier steht auch keine, doch da unten, aber nicht auf Deutsch. Ist natürlich blöd, hier steht nur Reinigungsmaske drauf,
Mit wilder Rose. Ja, mit Rosenextrakte. Der hat auch so gerochen, genau. So, ich werde das mal alles abwaschen. Die Haare, bin ich gespannt. Also ist ein bisschen schwierig. Ich fand es ein bisschen schwierig beim Auftragen. Ich müsste echt, wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, über ein Waschbecken machen. Ich bin gespannt, ob das was gebracht hat. So, bis gleich. Ich werde das eben alles abwaschen. Das habe ich gerade schon gesagt. Bis gleich. So, meine Lieben. Was sage ich jetzt? Zu dieser Selfie-Reinigungsmaske, sage ich jetzt mal, Reinigungsmaske, ne? Ja, man merkt es, ne? Man merkt es, dass da was passiert ist, auf jeden Fall. Schlecht ist sie nicht. Das kann man mal machen, austesten. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie meine Haut darauf reagiert, ne? Kann man ja erst morgen sehen. Auf jeden Fall, sowohl vom ersten Gefühl, fühlt die sich sauber an. Muss ich echt sagen. Doch, das gefällt mir. Und Haarprodukt, bin echt positiv überrascht. Wie gesagt, ich musste sie ja jetzt nochmal nachwaschen mit dem Shampoo. Habe ich auch getan. Doch, ich muss sagen, ist nicht schlecht. Könnte ein bisschen mehr Produkt drin sein in die Haare, aber für kurze Haare reicht eine Portion dicker aus auf jeden Fall. Schlecht ist es nicht für das Preischen. Doch, für zwischendurch. Ich habe es schlechter erwartet, muss ich echt sagen. Schlechter. Nö. Doch, sind auch schön glatt geworden. Ich habe die jetzt ein bisschen angeföhnt. Doch. Doch, das kann man sich mal gönnen. Zum Austesten auf jeden Fall. 1 Euro, da kann man nichts falsch machen. Doch, das hat mir echt gefallen. Ja, das ist jetzt das Ergebnis von der Action-Geschichte. Besser auf jeden Fall, viel, viel besser wie die andere Geschichte, die wir schon mal getestet haben. Wie gesagt, habe ich euch das ja verlinkt, ne? Ja, ich zeige euch die Maske nochmal, vorsichtig, bevor das hier rauskommt. Das war einmal diese Maske, Haarmaske und diese Reinigungsmaske, ne? Ja, doch, toppi. So, meine Lieben, das war es jetzt auch schon. Mehr kann ich jetzt da im Moment da nicht zu sagen. Wie gesagt, müssen wir abwarten, ob da irgendwo eine Reaktion kommt. Aber das erste Gefühl ist auf jeden Fall toppi. Doch. Wieder mal. So, ich sage jetzt Dankeschön fürs Zuschauen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und da wart und bis zum Schluss dran geblieben seid. Hoffe ich auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, das war's jetzt. Denkt dann, passt auf euch auf. Achtet auf euch, achtet auf eure Mitmenschen. Wir sehen uns heute dann. Ja, ciao. Tschüss, Kotzki, Bayer, Tschüss. Ciao.